Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du mit dem Tamron Lens Utility die Bedienknöpfe an dem 35 bis 150 individuell für Foto und Video programmieren kannst. Und dieses Tamron Lens Utility, das hilft dir auch, um deine Firmware am Tamron-Objektiv zu aktualisieren. Und natürlich funktioniert diese Software auch bei anderen Tamron-Objektiven. Also wenn dich das interessiert, wie das funktioniert, dann kriegst du hier eine Anleitung, wie du mit dem Tamron Lens Utility arbeiten kannst. Dieses Video habe ich extra aus meinem sehr ausführlichen Test zum 35-150 für das Nikon Z-System rausgenommen, damit dieses Video nicht zu lang wird. Wenn dich der Test aber interessiert, dann schau dir gerne den an, den verlinke ich dir hier oben und auch am Ende des Videos nochmal. Na und jetzt zeige ich dir, wie du die Software installierst, wo du sie findest und wie du dann hier diese Bedienknöpfe individuell konfigurieren kannst und mit Funktionen belegen kannst. Und was dieses Tool noch kann, um beispielsweise den Fokus zu beeinflussen. Ich empfehle dir, gib einfach in Google Tamron Lens Utility ein und dann findest du ganz schnell den Link. Ich verlinke ihn dir natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und es gibt eine eigene App, einen eigenen Download für Windows und für Mac. Und den findest du hier unten auf dieser Seite. Aber natürlich kannst du das Tool auch für dein Smartphone nutzen. Hier einfach herunterladen und dann die Installation des Programms starten. Hier musst du natürlich wie üblich die Lizenzbedingungen aktualisieren und Einstellungen bestätigen und dann wird dieses Tool super schnell installiert auf deinem Rechner. Ja, und dann empfehle ich dir vor dem Starten des Programms einfach per USB-C dein Objektiv an den Rechner anzuschließen. Das geht ganz einfach. Da musst du nichts schalten am Objektiv, um dann im Anschluss das Programm, das Lens Utility zu starten. Ja, und einfach indem du jetzt eine Funktion hier startest, wird dein Objektiv ganz easy verbunden. Das geht immer, funktioniert immer und du hast hier zwei Zugriffsebenen, entweder direkt auf die Funktionen oder links nochmal eine Übersicht. Hier kannst du die Firmware aktualisieren. Wenn eine neue Firmware zur Verfügung steht, dann wird das hier automatisch angezeigt. So, und jetzt hast du ja diese drei Custom-Einstellungen, diese drei individuellen Einstellungen, den Schalter, das bezieht sich auf die Funktionsknöpfe. Und du kannst jetzt drei verschiedene Funktionen für die Funktionsknöpfe programmieren. Und immer wieder steht dir die vier gleichen Auswahlen zur Verfügung. Spannend ist der AB-Fokus. Da kannst du zwischen zwei Fokuspunkten wechseln, die du einfach durch Drücken der Funktionstaste programmierst und dann kannst du hier im Lens Utility einstellen, wie schnell die Kamera zwischen den Fokuspunkten hin und her fahren soll. Du kannst einstellen, dass alles gelöscht wird und du kannst auch einfach eine Fokusvoreinstellung programmieren, also nur ein Fokuspunkt und egal wo du dann bist, kommst du dann auf diesen Fokuspunkt, den du programmiert hast. Du hast ja interessante Hilfefunktionen, da kannst du draufklicken und dann wird dir die gesamte Funktion auch nochmal erklärt. Und hier kannst du auch nochmal die Geschwindigkeit einstellen, mit der dann dieser Fokuspunkt angesteuert wird. Ja, das speicherst du ganz einfach und schon sind deine Knöpfe programmiert. Dann kannst du die Drehrichtung deines Fokusrings umdrehen, also für Canon-User beispielsweise, die das gewohnt sind, die von Canon kommen, können das umdrehen oder auch im Filmbereich gibt es das. Und dann kannst du die Geschwindigkeit
und auch die Geschwindigkeitskurve für deinen Fokus einstellen. Also linear, da hast du hier mit welcher Umdrehung du dann den gesamten Fokus durchlaufen kannst und du kannst eben auch eine Einstellung wählen, bei der der Fokus sich ändert und je schneller du den Ring drehst, desto größer ist der Fokusweg und wenn du ganz langsam drehst, dann kannst du den Fokus ganz fein einstellen. Das Tolle bei diesem Tamron-Objektiv ist ja, dass du drei verschiedene Konfigurationen für deine beiden Funktionsknöpfe im Zugriff hast bei deinem Objektiv und hier ganz haptisch hin und her schalten kannst, ohne individuell die Konfiguration der Knöpfe, zum Beispiel über das Kameramenü, zu ändern. Beispielsweise, wenn du filmst und einen fixen Fokuspunkt definieren möchtest, dann kannst du ja, wie gesagt, wie ich dir gezeigt habe, hier das auf eine dieser Einstellungen legen. Und um mal ein praktisches Beispiel zu machen, wenn du beispielsweise Vögel fotografierst und hast eine Futterstelle oder einen häufig genutzten Punkt, wo die Vögel sich hinsetzen, dann kannst du den fix definieren, bist ganz sicher, dass da der Fokus hundertprozentig sitzt. Und wenn an diesem Punkt eventuell mal kein Vogel sitzt, dann möchtest du dich vielleicht umschauen nach anderen Motiven und dann verändert sich der Fokus, dann nutzt du den Autofokus, aber mit einem Tastendruck bist du dann ganz sicher, dass du den perfekten Fokus hier wieder auf diesem Punkt hast. Oder eben, du kannst Fokusfahrten im Video zwischen zwei verschiedenen Punkten hin und her programmieren und das dann hier abrufen und den Fokus dort manuell zu verlagern und dann ganz treffsicher zu verlagern, das ist sehr, sehr schwierig im Videobereich. Und das Tolle ist eben, alle Funktionen sind parallel nutzbar durch diese tolle Umschaltung. Du musst deine Kamera bzw. dein Objektiv nicht neu programmieren. Das ist nur eine tolle Funktion an diesem Tamron-Objektiv. Also wenn dich das interessiert, schau dir das Video an, schau dir den umfassenden Test an. Es gibt auch noch verschiedene Livestreams, wo ich deine Fragen beantwortet habe. Also auf meinem Kanal wirst du ganz umfassend informiert über dieses Objektiv. Und in dem Sinne sage ich, ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.